hast recht. Ja, ich warte. Mhm. Aber auf was anderes, auf eine andere Art von Anruf. Bitte keine Fragen. Sag's mir doch, ich bin deine Freundin. So leid es mir tut, meine Lippen bleiben verschlossen. Warum? Schluss, warum? Immer wenn ich jemandem etwas erzähle, geht es später schief. Denn ich bin Spezialistin darin, ich rede mir alle Hoffnungen schlecht. Frag nicht weiter, ich antworte dir nicht. Und, wie geht's dir nach der Sache mit Amber? Tja, Nina, um ehrlich zu sein, was sie gesagt hat, war nicht fair und macht mich sehr traurig. Aber man muss sie auch verstehen. Was sie gerade durchmacht, ist nicht leicht für sie. Sharon hat sie belogen. Aber dafür bist du nicht verantwortlich. Ich weiß, darum geht es ja. Mich hat sie auch belogen und ich schiebe trotzdem nicht die Schuld auf andere. Deswegen ist es dieselbe Situation, die ihr beide durchmacht. Versetz dich mal in meine Lage. Ich habe so lange in der Villa gelebt, ohne zu wissen, dass ich dort geboren wurde. Dass dort meine Geschichte ist und dort meine Eltern gelebt haben und gestorben sind. Das ist nicht einfach. Ja, aber ich verspreche dir, das wirst du verarbeiten. Und in der Zwischenzeit trinken wir ein paar leckere Shakes. Was meinst du? Einverstanden. Gehen wir los. Weißt du, manchmal wünsche ich mir aufzuwachen und zu wissen, dass das alles nur ein Traum war. Tja, aber die Zeit des Träumens ist vorbei. Jetzt beginnt dein neues Leben. Und warte mal, ich will dich was fragen. Frag mich. Wie fühlt es sich an, die glückliche Benson-Erbin zu sein? Es fühlt sich toll an. Auch wenn ich die Eigentümerin der Villa bin, werde ich mich nie verändern. Ich bleibe dieselbe Luna. Die verplanteste Luna auf der ganzen weiten Welt. Was ist los? Der Ring. Du hast ihn also noch nicht gefunden? Nein. Außerdem hat es Matteo gemerkt und mich gefragt, wo er ist. Und was hast du gesagt? Ich bin nervös geworden. Ich habe nicht geantwortet und habe das Thema gewechselt. Aber er hat es gemerkt. Oh, Nina, was mache ich bloß? Bleib ruhig. Eins nach dem anderen. Nicht alles auf einmal. Hallo, ein Erdbeershake bitte. Und ich kriege einen Vanilleshake. Danke.